Alter, 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 Scheiße. Oh, oh, oh. Sagt ihr. Wie geht denn nicht ran, Alter? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, wer hätte gedacht, dass das Jahr direkt so anfängt, ja? Ganz kurz für alle Leute, die hinterm Mond leben. Ich habe mich getroffen in Düsseldorf mit Algier. Ja? Ihr wisst, was Sache ist, ich brauche euch nicht zu erzählen. Tatverdacht versus Algier, es geht um Da Vinci Code. Dieser Film ist leider nicht erschienen. Viele haben sich aufgeregt, viele sind abgefuckt gewesen, ne? Enttäuscht natürlich. Aber ich hoffe, dieses Video hier, diese Was-Los-Folge, kann und ich denke, es wird euch klar machen, warum nicht nur ich der Meinung bin, ja, sondern jeder, der ein bisschen was im Kopf hat, wird auch die Meinung checken, dass es besser ist, dass es nicht so gekommen ist, wie es gekommen ist, was da passiert ist. Ich habe euch für euch alles eingefangen. Ja? Ich habe das alles auf Kamera. Ich bin nach Düsseldorf gefahren, ohne zu wissen, was passiert. Ja? Ich habe mich bei Abdel gemeldet und wir haben geschrieben, yo, ich wusste gar nicht, ob ich fahren soll. Ich habe euch gefragt, soll ich fahren? Da wusste ich schon, okay, alle sind natürlich wieder sensationsgeil. Ich auch. Ja, ich fahre dahin und nehme auf. Klar, was geht. Aber am Ende des Tages, Entertainment hin oder her, manchmal geht es zu weit. Und Abdel hat mir gesagt, der hat sich unser Telefonat reingezogen vom letzten Jahr. Wenn ihr das kennt, was los, wo ich ihn angerufen habe und gesagt habe, der soll mit Virus versuchen, nochmal zu telefonieren, die sollen die Scheiße lassen. So, Entertainment hin oder her, manchmal geht es zu weit. Und der hat sich das Telefonat reingezogen und das war der Auslöser, dass er gesagt hat, okay, ich gebe den ganzen Sachen noch eine Chance. Und ich, Dicker, ich kann nur sagen, cool von dir, dass du das machst, aber am Ende des Tages hast du die Entscheidung getroffen. Und er sagte zu mir, ich hätte ihn da beeinflusst positiv, aber ich kann nur sagen, ich habe nur meine Meinung gesagt. Du hast das entschieden, Hut ab, Dicker, du hast sehr erwachsen reagiert, Dicker. Schöne Grüße an dich. Und an die anderen, die jetzt sagen, Abdel ist kein Mann, der hat nicht dies. Mann, Alter, seid erstmal in so einer Situation. Am Ende des Tages entscheidet er wohl, wem er verzeihen will, wenn seine Mutter wurde bedroht, beziehungsweise vor seiner Haustür waren Leute. Ja? Und auch die Gegenseite genauso, Tatverdacht, ja, da musst du auch, Dicker, guckt euch das Video an und schreibt mir ehrlich in die Kommentare, wie hättet ihr reagiert, auf seiner Seite oder auf Abdels Seite, ja. Die Jungs, Momo, El Mus, alle, die haben sehr gut reagiert, finde ich. Die haben den Wort gehalten. Die haben gesagt, komm, wir reden. Und an der Stelle höre ich jetzt auf zu labern. Ich will euch nicht tot labern. Ich habe bis 7 Uhr morgens, es ist jetzt, die Sonne geht auf. Ich habe vor euch den Scheiß gemacht, wie ihr seht. Ich bin tot, Dicker. Aber ich musste noch ein paar Leute, ich habe, Abdels großer Bruder war da. Der jüngere Bruder von Tat war da. Ich musste alle Leute sind verpixelt. Ne? Also wundert euch nicht hier und da sind. Weil ich wollte einfach die Familienleute raushalten, damit die nicht Angriffsfläche werden. Ja? Das sind alles korrekte Leute, die haben mit diesem Rap-Zirkus nichts zu tun, mit unserem Affen-Zirkus hier. Ne, ihr wisst schon. Freunde, ich weiß, ihr wollt nur noch sehen. Ihr wollt nur noch sehen, aber beruhigt euch ganz kurz. Ich sage euch nur ganz kurz, wie es losgeht. Ich wollte also nach Düsseldorf fahren, die Bahn und so, das war alles sehr spontan. Wie gesagt, ich habe mit LG bei Facebook geschrieben, es war alles zu spontan. Wenn ich jetzt die Bahn genommen hätte, hätte ich es gar nicht geschafft, da auch alles mit einzufangen und so. Also habe ich in mein Facebook geschrieben, yo, wer nimmt mich mit? Es haben sich 1000 Leute gemeldet, ich saß und habe mich direkt den ersten angeschrieben. Das war wirklich cool. Der hat mich direkt vom Bahnhof abgegrabt, nach Düsseldorf gefahren. Die Chance habe ich genutzt, um im Auto die Leute, die mitgefahren sind, mal nach ihrer Meinung zu fragen. Also ihr werdet es gleich sehen. Hip-Hop-Fans, wie Außenstehende das sehen. Und ich habe mich natürlich auf Ruse Art bedankt für die Fahrerei. Ihr werdet es gleich sehen. Und schöne Grüße nochmal. Okay, Freunde, ich halte das Intro kurz. Ich würde sagen, wir steigen ein und wir sehen uns am Ende der Sendung wieder, wenn Ruse nochmal Senf zu der ganzen Sache gibt. Ja, bizarre. So, Freunde. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich habe gerade bei Facebook geschrieben, wer kann mich denn von Köln nach Düsseldorf fahren. Ich bin nämlich auf dem Weg zu Algier, treffe mich mit Algier, hat der Da Vinci Code vor, die Stars, ihr wisst, ich muss wieder eingreifen, bevor Algier Schlimmeres macht. Ich versuche ja mal einzugreifen. Okay, pass auf. Jetzt habe ich mit Facebook hier reingeschrieben, wer fährt mich? Da haben sich 1000 Leute gemeldet. Ich habe aber für die Leute, die mich fahren, also die haben sich jetzt mit jemandem hier connected. Der holt mich am Bahnhof ab, dafür muss ich jetzt eine Haltestelle driven. Leute aus Köln wissen jetzt genau, wo ich bin. Ich wollte eh mit der Bahn fahren, weißt du, aber ich habe so gedacht, ey, weißt du was? Ich habe nämlich noch Ballast bei mir.
Und schöner Ballast, den ich jetzt verschenke. Die Leute wissen davon noch nichts. Eine Tüte. Und zwar, was auch. Ich zeige euch eben, was drin ist. So, ich zeige es euch mal ganz kurz. Ja, hier kommen schon Leute, die denken wieder, ich bin verrückt beim Reden. So, ein richtig cooles Selfmade-Buch. Ich muss ja eben die Bahn bekommen. Ich muss schnell einsteigen. Ne, die 5, nicht die U5. Was ist das, die 5 oder ist das die 105? Die 5. Warte, zack, zack, zack. Ach, in 10 Minuten erst. Ja, ja, haben wir genug Zeit hier zu vloggen. Haben wir das hier im Vlog? Sekunde. Also, die Leute, die mich fahren, die wissen es nicht. Ich überrasche die damit. Eigentlich wollte ich es jetzt zu Weihnachten machen. Ich fahre einfach mit ein paar Leuten Auto. Schreib so, ey, yo, wer mich fahren. Und dann schenke ich die ganzen Sachen, die bei mir übrig geblieben sind. Teilweise richtig sexy Sachen. Die ich aber eigentlich, wohin soll ich tun? Ihr wisst, ich habe keine Wohnung, ich bin nur unterwegs. Daher, also bevor Leute denken, ich bin verrückt, wir sehen uns gleich im Auto wieder. So, Freunde, jetzt wurde ich Gott sei Dank doch noch mitgenommen, gescratcht. Vom Dogan, Dankeschön nochmal. Ja, darf ich dich aufnehmen? Ja. Okay, gut. Das Ja gilt, der kann mich jetzt rechtlich nicht mehr ficken. Ja, er hat Ja in die Kamera gesagt. Das ist so mitten im Leben Theorie. So, mein Lieber, dein Name ist? Fato. Fato. Vato, Loco. Diese Fame. Also wir fahren jetzt nach Düsseldorf, ihr wisst ja, worum es geht. Was hältst du denn davon, von der ganzen Sache hier? LG macht Da Vinci Codes, Gummibärenverbot und so weiter. Also ich muss sagen, auf jeden Fall eine schlaue Aktion von LG. Beef mit dem geht auf jeden Fall gar nicht. coole Sache auf jeden Fall, interessant, mal was anderes. Ja, mal auf jeden Fall mal anderer Beef, aber wie findest du, es gab ja auch die Theorie, LG sollte dem eine Chance geben und man sollte insgesamt noch Chance geben und so, wie siehst du das? Ja, wenn die Entschuldigung heute noch kommt, dann wie würdest du denn reagieren? Ich würde ganz anders reagieren, also so raffiniert bin ich nicht mit Da Vinci Code und sowas. Du willst so platt reagieren, hingehen, diese Faust. Ja, genau. Die Sache ist, genau. Ich glaube, die haben ein Jährchen oder so versucht, das mit Plattenmethoden zu machen, haben sich aber immer gegenseitig nicht getroffen. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das sagt man so, ich weiß es nicht. Ich war also, unterwegs. Die Aktion ist auf jeden Fall cool, so von LG aus jetzt, sage ich. Läppische Aktion von, wie heißt der andere nochmal? Wie heißt der? Rapper Tatverdacht. Aber ja, was genau. Meinst du mit läppische Aktion? Was denn genau? Was ist da genau läppisch? Ja, diese mit Messer vor genau, der Haustür? Genau, mit okay, Messer, das ist schon Mutters Endlevel Haustür eigentlich. So. Genau, aber da könnte man auch nicht. Zur Polizei gehen, eine Anzeige machen. Das ist eigentlich... Ja, das ist aber jetzt Rap-Business, ne? Da mit Polizei geht nichts. Diese nicht gut, ne? Aber man kann auch, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt an der Stelle wäre, ich würde die Polizei rufen, was will der mit dem Messer? Aber, weil Rap ist eine Sache, aber mit Messer vor mein Haustier und so. Ja, aber dann es gibt auch Endlevel. Methoden wie Da Vinci Code dafür, ne? Ja. So kennt man es ja von LG. Es ist, guck mal, ne, ich hab ja bei Facebook gepostet, ich finde es auch irgendwie total, ne, sensationsgeil und lustig und alles, ne? Ja, ja. Aber auf der anderen Seite denkt man natürlich auch immer, ne? Und das mit diesem Führungsgrad damals, das war auch schon eine krasse Sache. Auf damals habe ich mich ja mit LG getroffen und ihm auch gesagt, ey, Dicker, vielleicht lass doch noch mal versuchen zu telefonieren mit dem oder redet doch noch mal und bla. Ding ist so, auf der einen Seite, wie gesagt, lustig und alles, ne? Auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht so krass, dass man sich denkt, okay, wenn vorher schon mit Messer vor Haustür und bla, nach so einer Sache, könnte dann nicht noch viel Schlimmeres passieren? Boah, ja, könnte. Könnte ja, muss aber nicht. Ist was würdest du denn so machen Theorie? Nach so einem Da Vinci-Video auf deinen Nacken? Identitätswechsel. Identitätswechsel. Nee, ich spür sowas gar nicht. Krieg Born-Identität, dann musst du einen anderen Namen machen. Ja. Breaking Bad Style weg. Nein. Aber das ist doch nur. Weg vom Fenster auf jeden Fall danach. Also. Das tut schon mehr weh, glaube ich. So ein Da Vinci Code-Aktion tut schon mehr weh als ein paar Backpfeifen. Ja. Ne? Das ja, ist schon raffiniert auf jeden Fall. Und ihr fahrt ja jetzt nicht nur wegen mir nach Köln, sondern ihr wolltet doch sowieso in diese Shisha-Bar, ja, oder? Ja, genau, wir wollten. Das heißt, ihr seid sowieso sensationsgeil, weil ich wollte eigentlich gar nicht. Okay. Warum? Ich war nur wegen euch da. Ja, das ist uns auch bewusst. Darum haben wir dich jetzt auch abgeholt. Ich würde an LGs Stelle, um ehrlich zu sein, keine Gnade walten lassen. Keine Gnade, warum? Nein, null, weil, geht's ganz ehrlich, wenn du die Fresse aufreißt, musst du mit den Konsequenzen leben. Und ich habe ein paar Kommentare gelesen, so von wegen, dann kommen die einen mit irgendwelchen Koranversen und so. Alles schön und gut, aber für mich nicht Politik und Glauben und allem drum und dran mit Musik. So, der Typ wusste ganz genau vorher, mit wem der sich anlegt. Man kennt LG so.
Und ich an seiner Stelle, an Elges Stelle, ob der sich entschuldigt oder nicht, ich würde keine Gnade walten lassen. So mit dem Vater tut mir das leid, mit allem drum und dran. Dass der kleine Bruder die Sachen regeln muss, was LJ schon gesagt hat, ist schon traurig genug. Ich würde das knallhart raushauen. Wäre mir echt egal. So muss er mit leben. So sieht's aus. Und für mich ist Tatverdacht jetzt kein Musiker oder kein Künstler, der jetzt den übelsten Fame hat. Du meinst, im Prinzip könnte er auch ganz normal aufhören und weiterleben? Ja, ganz genau. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie einer der etablierten Künstler, ja, weißt du, was ich meine, wo dann irgendwelche Zahlen dran irgendwie dran glauben müssen oder keine Ahnung. Ich finde den einfach, ey, erledige den, Ende aus. Zerleg den so, dass er abhaut und tschüss. Ich bin gespannt, was erwartet ihr denn von Da Vinci Code? Sagen wir mal so, jetzt mal auf der Sensationsseite. Ich habe null Ahnung. LG ist einfach... War das nicht, das war schon, diese Gummibärchen mit Ex-Freundin, das war schon Endlevel. Das war schon krass, ja. Ich fand auch richtig krass von dieser Freundin, dass sie das mitmacht, ja, Alter. Ja, ja. Also, egal wie viel Ex man hat, ne, Ex-Frau, ne. Ich hab niemals im Leben, und ich hoffe, das bleibt auch so, jemanden so verarscht oder wehgetan, ja, dass das der... Ja, ein richtiger Spaß, dass der so bereit wäre, genau, mich, ja, so... Ja, ja. Und ich hätte da nochmal nachgedacht, wie... Das war schon krass erniedrigend auf jeden Fall. Ja, dass die da mitmacht, ne? Ja, ist schon das doppelt war so hart. Auf jeden, genau, doppelt. Weil dass der LG das mitmacht, ist ja klar, man ist Feinde, ja, und so, aber warum macht die das denn mit, ja, Alter? Ja, die hat auf jeden Fall nochmal einen draufgesetzt. Die hat nochmal so sein Leben gefickt. Ich fand auch Endlevel. Ja, mal abwarten. Aber ich hoffe, auf der einen Seite hoffe ich auf ein lustiges Video, aber halt nicht so ein krasses. Ich weiß auch nicht, was ich da hoffen soll. Ich will halt, kann nur krass werden. Ich denke immer nur die ganze Zeit auch auf der anderen Seite so, was dann ankommt bei dem anderen. So, das ist natürlich auch immer, ne? Da steckt auch viel dahinter. Der hat auch Familie, hat auch eine Mutter. Ich weiß. Aber daran muss man vorher schon denken, bevor man so eine Aktion aber macht. Es gibt dieses Persönliche und es gibt das Geschäftliche. Genau. Das ist jetzt einfach geschäftliche Ebene. So. Und wenn der dann irgendwie mit dem Messer vor der Haustür steht und... Das fand ich auch hart, dass ich das Foto gesehen habe. Dachte ich, das muss doch Photoshop sein. Das ist doch nicht sein Ernst. So, dass Farid bei Flair Klingelmenschen spielt, das ist was anderes. Aber dass der mit dem Messer bei der Mutter steht, ey, komm schon. Es geht zu weit. Unter der Gürtellinie, oder wie sagt man das so schön? Jo. Ja, gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich im Laden bin. Auf jeden Fall Grüße aus Dormagen. Die kommen aus Dormagen. Kennt ihr das? Ja, klar, kennt man noch. Normal. Alcatraz-Mütze habe ich mit Raff und Yoshi aus Dingens geholt. San Francisco. Okay, wir sind da. Unfassbar. Bullen stehen da und so weiter. Aber hätte man sich auch denken können, wenn der... Ey, Alter, da hätte ich auch wirklich drauf kommen können. Es sind einfach 5000 Leute da. Die ganze... Unfassbar. Dicker, mach mal runter. Alter, Scheiße. Oh. Sagt ihr. Da ist die Hölle los. Alter. Okay, pass auf, wir machen noch schnell was mit euch. Ey, Freunde, ich will noch was loswerden. Und zwar habe ich euch was mitgebracht, was ich euch geben wollte, weil ihr so cool seid und mich gefahren habt. Nämlich. Mach mal selber auf. Sorry, ich krieg das nicht auf die Stelle hin. Weil ich muss diesen Da Vinci Code machen. Der ist auf jeden Fall für euch. Ich fahr weiter, ciao, hau rein. Krass. So, der ist für dich, Dicker. Danke fürs Fahren, danke, dass du so spontan einfach gesagt hast, du fährst mich. Krass, danke. Krass, danke schön, vielen Dank an Bruce. Bester Mann dieser auf jeden Fall. Deswegen war die Frage, ob dir Selfmade made bist. Favorite, so. Das hab ich schon gesagt. So, konnte ich wenigstens die glücklich machen, so. Ist ja auch nicht ohne so ein Buch, ne? Das ist schon ein cooles Teil. Also demnächst, wenn ich schreibe, wer fährt mich da und dahin oder wer hat Bock, mit mir dahin zu fahren, vielleicht diese Weihnachtsmann. Ihr wisst, ich habe immer viele Sachen da. So, das war jetzt das Thema. Und da ist jetzt... ich versuche mal nah dran zu gehen. Das Problem ist, wenn die Leute mich erkennen, ist natürlich vorbei. Haut ab. Du schon mal die Kids wegschicken. Nein, Spaß, aber das ist halt... ich will unentdeckt bleiben. Darf ich auch drauf sein? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber ich habe keine Hassel mit. Ich bin gespannt, also mal kurz Abdel anrufen, der mich reinholen kann, ob es da überhaupt einen reinholen gibt, weil die Bullen sind hier, wie man sieht, ne? Ich denke mal, vielleicht ist das so Versammlungsgesetz oder so ein Scheiß, dann müssen das aufhören, ich weiß nicht. Kein Wort.
Ich bin gerade da, Dicker. Wo bist du? Ich bin gerade vor diesem Laden. Ja, kein Wort. Ruhe. Nein, jetzt geht nicht. Hau ab. Bevor die Leute das checken. Wir machen nachher alles, was du willst. Selfie, Melfi, alles. Ich grüße alle deine Cousins. So, ich muss mal eben meine Nachrichten gucken. Digga, düst mal ab. Wir machen nachher alles, was du willst. Fotos ist das. Ich geht jetzt nicht. Wenn ich jetzt Foto mache, Dicker, Alter. In die Meute. Das ist ja dieses Nervensägen, Alter. LG zeigt sich gerade die Resten aus. Nach vorne gehen und versuchen, das LG zu erreichen, damit er mich reinholt. Aber ich habe Angst vor Ausnahmezustand, deswegen bleibe ich hier. Kein Bock, ich bin zu klein. Oh, die hat aber Swag, die hat aber einen miesen Arsch da vorne. Ich filme mich gleich. Was hat er abgesagt? Hat er abgesagt oder was ist jetzt Sache hier? Was ist Sache? Hat er abgesagt? LG ist draußen. Ist drin zu voll oder warum sind alle draußen? Weil ich alle drin zu voll. Die nehmen 1 und 1 und rein. Ach so, okay. Kommen wir auf dein Video. Ja, ihr seid alle im Video. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann von hier aus. Sehr dunkel. Also drumherum 2-3 Bullenwagens. Richtig Ausnahmezustand. Ich traue mich jetzt dran nicht, mich da durchzuboxen. Bin zu klein für den Scheiß auf jeden Fall. Auf jeden Fall gute Promo für diesen Laden auf jeden Fall. Ich glaube, der Laden hat noch nie so viele Menschen gehabt. Naja, bin mal gespannt. Ich habe mich jetzt hier so versteckt. Ich sag euch mal. Hauswand und so. Ja, ich erreiche LG irgendwie nicht. Ne? Den wollen wahrscheinlich jetzt 7000 Leute anrufen. Und daher, ich warte einfach mal ab. So, hab's irgendwie reingeschafft. Ich sag dir wo. Ja, wo. Ein bisschen Licht wäre gut auch auf jeden Fall. Guck mal, den Platz hier. Sollen mal die Leute hier reinlassen? Ja, die wollen natürlich alle in deiner Nähe sitzen, um die Action mitzukriegen. Ja, geht ab. Ja, wo ist denn Licht? Das ist sehr dunkel, ne? Alles fit. Können wir da rein? Hier ist gut. Hier ist Licht. Hier ist perfekt. Komm hier rein. Ja, perfekt. Ja? Das ist gut. Wunder. Sollen wir aufmachen, wenn es geht? Guck. Ah, scheiße. Aber wir können auch hier ist Licht gut. Hier so ein bisschen. Okay, wir haben eine Ecke gefunden, wo ein bisschen Licht ist. Weißt du, wie viel. Hier, komm her. Bruce, das ist der Kollege. Komm her. Nein, warte, ruf den Jungen, komm her. Der will, dass wir alle auf seine Jordans unterschreiben. Ja, ich muss er haben schon. Du musst jetzt auch einmal auf seine Jordans unterschreiben. Ich bin S-Rapstar. Ich bin jetzt schon mit Da Vinci Code oder so nichts zu tun. Ich hab nichts mit Da Vinci Code zu tun. Einmal drauf unterschreiben. Hier vorne. Hier vorne. Ja. Ja. Tu mal deinen Fuß hier hoch. Ja, genau. So. Hast du das Licht? Jawohl. Ja, ne, Rusi, ich bin jetzt offiziell ein Star geworden. Aber du holst, Digga, du holst einen Edding, der so abwaschbar ist. Ja, pass. Das ist ja nicht eins Beleidigung an mich. So. Streich. Bruder, das bleibt ja nicht. Die bleiben im Schrank, die Schuhe. Aber die der zieht uns. Der bleibt nicht. Wo hast du denn unterschrieben? Ach so, ja, hier. Und wer ist das? Favorite. Wer ist das? Favorite.
Hey Bruce, es geht hier um mich, was machst du hier? Ja, ich will ein bisschen offiziellen Fame sammeln von dir. Bruder, erzähl mal, was machst du schon wieder? Ich höre von dir lange nichts. Was mach ich schon wieder? Geh mal hier hin. Von mir aus film selber. Film das schnell wegen Licht. So, also, ich höre lange nichts. Dann höre ich, soll ich machen oder nicht? Worum geht's? Aber da hab ich an dich gedacht, Bruder. Du hast, weißt du noch, wo du mir gesagt hast, bitte, dann ich geb dir eine Chance. Aber stimmt, aber weißt du, ist das nicht korrekt? Viele denken so, Bruce Beef und Butter, aber ey, Bruce hat zu LG gesagt. Ich wüsste, das kommt von Bruce, so dieses Bruce nachgedacht. Aber mein Bruder meint auch, wegen der Familie. Aber ganz ehrlich, bei dieser Virus-Sache konnte ich verstehen, dass ihr habt lange Beef gehabt. Er auch, den hast du nur nicht verfolgt. Ich hab's nur nicht. Genau, er macht's auch seit 2-3 Jahren. Ich hab gar nicht mitbekommen. Distrack. Aber Mutter aus dir wieder mit Wasser. Das hab ich gerade noch gesagt. Das Endlevel. Das ist das Endlevel. Sag mal ehrlich, jetzt warte mal. Ja. Sag mal ehrlich, diese 72 Stunden, die ist das. Du hast das Video doch eh schon wahrscheinlich. Jeder kennt dich doch. Und guck mal, viele schreiben ja, ich habe gesehen, viele schreiben, ja, du hast es nicht geschafft, deswegen schreibst du. Weißt du, was wir machen können? Willst du mir das ich zeigen? Ich zeig's dir und du kannst dann beweisen, ob ich es habe oder nicht. Ich freue mich gar nicht, das zu sehen. Ich kenne das. Wenn du es sehen willst. Wie lange ist es? 45 Minuten. Aber jetzt 45 Minuten gucken? Nee, jetzt nicht, wenn dann später. Na, aber ja, ich okay, dir okay. Den Link, ich mache okay. Privat, ich kann dir vertrauen. Ist es schon wirklich auf YouTube? Ja, klar. Ja, du bist Bruder, du weißt, wir kennen uns, ja? Keine Fax mit mir. Ich war lange nicht mehr da, aber warum fragt ihr nicht mal, wie es geht und so? Ja, weil du kommst immer mit so Aktionen um die Ecke. Ist es? Guck mal, gib mal zu, Bruder. Nenn mir mal einen, bei dem ich das gemacht habe, der mir nichts getan hat. Nein, sag mal bitte. Nein, meine eigenen so Freunde trinken nichts von mir. Aber das ist scheiße. Aber ich sag dir eine Sache, ne? Als ich das Video gesehen habe, diese von dir das, ne? Ich wusste sofort, dass es fake ist. Das war sehr gut. Hast du gemerkt, sei mal ehrlich. Ja klar, wenn man dich kennt, das war doch gespielt. So, Bruder, jetzt musst du es auch. Das war gut gespielt, Mann. Ja, nein, aber man hat gesehen, dass es ist gespielt. Aber ein richtiger Besonderer. Aber die Codes, hast du die Codes? Weil du den kennst. Wohl, weil ich dich kenne und die Codes, dass du dich so filmen lässt von einem. Hätte ich nie erwartet. Aber die Codes, hast du die gecheckt? Nee, hab ich gar nicht gecheckt. Irgendeiner hat das gepostet, sehr schnell. Aber nur dann, den Namen, die 335. Ja, nee, das kann ich, Und Helmus. Helmus, Newcomer. Wessen Idee war das mit dem? Ach, jetzt weiß ich, wer du bist. Guck mal. Ja? Ich hab diese ganze Sache gar nicht mitbekommen. Ich kenne dich nur von von dem Facebook-Post von Tatverdacht. Er hat euch immer so gedacht. Ah, ja. Ich hab vorher noch nie gesehen. Sagt, wer war? Ah, ja klar, ja klar. Oh, ich hab zwei deiner Boxen von der Straße zum Bestellen. Nein, aber Spaß zur Seite, Bruder. Nein, Spaß, aber... Der macht übertrieben, Mann. Da kommt der gleich, können wir ja mit dem reden. Aber weil diese Messersache war das nicht auf Photoshop? Ohne Scheiß? Nein, das war vor meiner Mutters Haus hier. Nicht warum hast du nicht eine Anzeige gemacht, erstmal? Weil, ey, ganz ehrlich, das warum habe ich keine Anzeige gemacht? Aber das ist doch Anzeige. Jungs, warum habe ich keine Anzeige gemacht? Sag mal einfach. Also ganz ehrlich... Ich meine, nur wegen dem Licht sieht man die Leute da nicht. Schöne Grüße an Wastel, mein Bruder. Schöne Grüße. Auf jeden Fall auch. Lass uns mal zu Punkt kommen. Er kommt jetzt hier hin. Also sagt der Bruder auf jeden Fall. Also du hast mit dem Bruder Kontakt bei dir aufgenommen. Und der war gerade auf der Autobahn. Das ist ein kleiner Bruder. Wie alt ist der denn? 20? 20. Okay. Also jetzt nicht 16 oder so. Nein, das ist ein jüngerer Bruder, 20. Und die Schwester auch? Die Schwester hat mir auch geschrieben, der Vater ist herzkrank und so, Bruder. Und deswegen, ich bin kein Unmensch. Aber das ist ein Virus-Syndrom. Das sind so Leute, die nicht aufhören, die haben keine Grenzen. Er hat doch noch das sind so Leute, wenn ich das nicht mache, denke ich, ich habe Angst. Und jetzt gerade noch, aber vor ein paar Stunden hat er noch geschrieben, ich zieh durch, er soll machen. Da hast du gedacht, okay, ich habe aber mitbekommen, der ist auf Drogen. Ja. Er hat einen Dachschaden. Realitätsverlust, ernsthaft. Also ich werde mir anlegen, hat einen Realitätsverlust. Und der kommt jetzt hier hin? Der kommt jetzt hin und dann gehen wir mit in einen Raum. Ich, du, meine Freunde, also nur er, hat mit ihm was zu klären, ich und du. Und dann reden wir ganz lockig. Okay. Dann können wir das filmen. Okay? Also er sagt, er kommt, vielleicht kriegt er Angst. Und wenn er nicht kommt, hast du das hier auf Leinwand oder was? Wenn er nicht kommt, machen wir hier die Premiere um 2 Uhr morgens. So lange kann ich leider nicht warten, Mann. Ist doch kein Problem, Alter. Ich hab keinen. Mein Zug fährt nach Köln. Ich muss damit rein. Sehen die Leute, ich tue das auch. Raussaugen. Nee, Countdown ist Countdown, Bruder. Korrekt. Oder ich hab's ja noch nicht, wer weiß. Naja, wer das glaubt, der kennt dich nicht. Wer glaubt, dass du dein Facebook aufs Spiel setzt? Aber eine Stunde vorher mach ich wieder mein Facebook offline. Ja, ein bisschen ja, gut. Spannung. Ja, gut, dann lass uns chillen und warten, oder? Okay, trinken wir was. Bis gleich, Kinder. Yes. Vielen Dank.
das alte Tier nochmal aufleben lassen. Scheint tatsächlich gekommen zu sein, Tatbedacht. Bin mal gespannt, was abgeht. Seid ihr schon da? Seid ihr schon da? So geht der nicht raus. Geht der nicht mehr, ne? Die Bierchen, Lava oder nicht? Warum geht der nicht ran, Alter? Die hauen sich gerade gegenseitig. Der hat nur noch eine Stunde und vier Minuten. Die hauen sich gerade gegenseitig. Eine Stunde und vier Minuten hat er noch Zeit quasi. Okay. Aber er ist vor der Tür schon. Er ist hier in Düsseldorf, aber der hat bestimmt die Menschenmasse gesehen davon. Ja. Noch einmal rufe ich an, danach kann er mich mal. Ich schwöre. Hallo, Mann. Aber ich darf erst mal laut sprechen. Geht nicht ran. Tja. Bruce, was soll ich jetzt machen? Eine Stunde warte ich noch, Bruder. Max, du hast Zeit, bis 11 Uhr habe ich den gesagt. Warte, wenn mach ich mir eigentlich für Kopfschmerzen? Einfach Video raushauen, scheiß auf den. Nein, lass wieder. Special. Ja. Ja. Was? Nein, nein, sei vor der Tür im Auto. Bleib im Auto. Geh nicht, bleib im Auto drin, geh nicht raus. Sag mal, Jungs, komm jetzt vor. Du hast doch was, ich dachte, du hältst deine Versprechen. Halte ich auch meine Versprechen. Deswegen habe ich gesagt, du kommst hier schön rein, entschuldigst dich vor allem und dann kannst du wieder gehen. Ansonsten kannst du jetzt auflegen und dann sehen wir um 2 Uhr morgens. Wir kommen mit der Polizei nur bis die Tür. Und dann kommen wir gegen. Ist gar kein Problem, Mann. Ist gar kein Problem. Aber wenn du, ey, komm mit Polizei vor die Tür und dann sagst du, ruf Abdel, danach kommen, holen wir euch rein. Guck mal, ich sag dir, ich komm jetzt vor die Tür und jetzt wieder kommst du vor die Tür und hältst dein Versprechen, was du auch geboten hast, oder ich bin gleich weg. Ja, Bruder, musst du wissen, wenn du weggehen willst, kannst du auch weggehen. Komm vor die Tür, geh zur Polizei, die soll dich hier reinbringen. Aber dann hältst du ja nicht ganz versprechen. Bruder, sei froh, dass ich überhaupt mit dir rede. Mir passiert nichts, Mann. Abdel, komm gleich rein, okay? Alperjan, guck mal, ne, Bruder, guck mal, merkst du, dass dein Bruder krank ist? Merkst du das? Ja, Abdel, guck mal, ich komme mit der Polizei bis zur Tür. Ja. Ich gehe dann rein, ich rufe dich und dann komm mit ganz kurz rein. Ja. Und dann entschuldigt er sich und dann gehen wir da wieder. Gar kein Problem, aber wir müssen runtergehen, weil hier oben sind Leute. Willst du das vor den Leuten machen oder willst du das privat machen? Wenn du das vor den Leuten machen willst, dann machst du das vor den Leuten, ist kein Problem. Wir kommen einfach rein, aber wenn guck mal, du komm alleine rein. Ne, komm alleine rein, mit Polizei oder ohne Polizei, sagst du, ich bin der Bruder von Tafa, ruf Abdel und dann komm ich und dann reden wir erstmal, okay? Alles klar, machen wir. Jalla, bis gleich. Ciao. Guck mal, der kleine Bruder, der Arme, Alter. Wallah, der kleine Bruder, Alter. Was sehen wir, wie der andere reden? Hart, ne, der kleine Bruder, Alter. Würdest du nicht mit vor die Tür gehen, vor der Polizei mit ihm reden? Weil, nee, dann sind die ganzen Leute da und so. Stimmt, ich will in Ruhe reden, ich will das alle sehen, dass er mir einen Grund nennt, warum der das macht. Ich will das alle sehen, dass es einfach ein grundloser, neidischer Wichser ist. Verstehst du, was ich meine? Außerdem, wenn der Musa da hinten sagt, da passiert nichts, dann könnt ihr doch für mich. Außerdem, wenn der Musa sagt, da passiert nichts. Nein, Bruce, ich hab dir was versprochen, ne? Ja, ich sag das nochmal in der Kamera. Wenn was passiert, wo Bruce dabei ist, dann der kann nichts dafür und es wird auch nichts passieren. Das ist mein Versprechen, Bruder. Was soll ich dir noch sagen? Wundert dich nicht, wenn ein Beamten mit hier reinbringt. Soll der Beamten mitbringen? Ja, soll der Beamten noch mitbringen? Soll der mitbringen? Aber der entschuldigt sich vor der Kamera trotzdem. Ja, klar. Ne? Soll der Beamte im Hintergrund stehen? Ja, genau. Und soll der Beamte sich nicht auch entschuldigen für die ganzen Aktionen, die der immer macht? Soll er zwei Beamte mitmachen? Dann zeig mal, was wir dann machen, wenn die hier reinkommen mit Beamten. Mach mal einmal den Lichtmodus. Schöne Grüße, guck mal, genau so passiert das. Ja. Tarkin, zeig mal, wie du machst. Wer geht denn nicht dran jetzt? Wir sind schon hier vor der Tür, Mann. Die sind schon hier die ganze Zeit am Rumfahren. Nein, nein, die sind die ganze Zeit am Rumfahren. Kannst du ausmachen, du bist, der geht nicht raus. Hör mal zu, wenn ihr wollt. Oder komm du erstmal und danach kannst du nochmal rausgehen. Dann kann... ich komm rein. Genau, komm du erstmal rein und danach kannst du nochmal rausgehen. Dann sagen wir zwei Beamten, die können deinen Bruder begleiten. Ist das okay? Ja? Dann können noch zwei, zwei Polizeibeamte deinen Bruder hier rein begleiten, wenn das noch sicherer für dich dann ist. Dürfen die Bullen mit rein? Ja, aber wir reden mit denen. Du komm erstmal alleine rein. Ja, ja, okay. So okay? Du vertraust mir doch, oder nicht? Also, ich vertraue dir. Die Bullen dürfen selbst rein. Aber erstmal kommst du alleine rein. Also, erstmal
komisch allein, alles klar, dann bist du weg. Ja, bis gleich, ciao. Seid ihr jetzt eben kleine Bruder, der arme Wunder? Nein, sind wir uns. Kein Mensch fasst dich an, oder? Komm, keiner. Aber ich hab dir gesagt, er entschuldigt sich vor Kamera. Ja, vor Kamera. Das ist dein kleiner Bruder, ne? Guck dir das an, ne? Schäm dich, Wunder. Ich will nicht viel reden. Ist okay, dass ich aufnehme? Mach Gesicht weg, mach später. Nicht? Ich mach dein Gesicht weg. Mach Gesicht weg. Ich mach dein Gesicht komplett weg, mach dir keine Sorgen. Lass ihn. Also in meiner Kamera bist du nicht drin. Ja, mach dein Gesicht weg. Okay. Egal, dann scheiß drauf, dann nimm ihn gar nicht auf. Ja, okay. Gar nicht auf. Ist stabil. Ja, der kleine Bruder war gerade da, hast du gesehen? Ja. Das geht nicht vernünftig, der ist 18 Jahre alt. Hast du das mitbekommen, Bruder? Sehr anständig, der hat mit dir ganz normal geredet. Und Bruder, und wir haben dir noch ganz normal rein und rausgehen lassen. Musst du dazu. Wir haben dir nicht gehauen, nix. Aber ist schlimm, ne? Wie ist das denn nur ein professionelle Scheiße, du jetzt mit Handy und so? Ja, Bruder, diese immer Da Vinci Code. Ich muss aufpassen, dass er mit mir. Nein, aber dein Bruder war hier. Nein, aber sein Bruder war hier. Ihr habt jetzt geredet. Jetzt der Deal. Er kommt rein, redet mit dir und dann haut er wieder ab. Dann nicht redet, gut. Entschuldigt sich bei allen Beteiligten. Ja, allen, die. Deswegen sind auch so viele Leute hier, weil er alle beleidigt hat. Ja, ja, genau. Deswegen sind alle hier. Nicht, dass man so denkt, ja, nee, du bist hier mit 1000 Mann, weil du nein. Raus. Und hier auch nicht diese. Nee, ich meine. Auf jeden Fall, ja. Er kommt jetzt und dann gucken wir mal, was daraus gut wird. Okay, gut. Komm, ey! Ja, komm sie. Schau mal, was passiert. Ramsi! Ramsi, Salah, Ramsi, bitte. Komm, setz dich hin. Wie dran? Alles gut. Setz dich hin. Wollt ihr was trinken? Tu die Hände aus der Tasche. Komm hier, Bruder, komm, du setz dich hier. Das ist ein super Jünger. Andek, sag dein Bruder. Komm her, Andek. Das ist ein Fuß. Weil du gezwungenermaßen gekommen. Du warst auch bei meiner Mutter vor dir. Hier, das ist mein Bruder. Ja, aber soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Nicht, dass du nicht wusstest. Wenn ich gewusst hätte, dass er deine Mutter wohnt, dann hätte ich gesagt, dass ich da wohne. Bruder, was hast du gewusst, dass die wohnt seine Mutter? Ruhig, Bruder, bitte. Bin ich hier jetzt wie ein Mann gekommen? Ja, nicht, ne? Wie ein Mann. Wärst du wie ein Mann gekommen, wärst du gekommen, wenn ich nichts gegen dich in der Hand hätte. Dann wärst du wie ein Mann gekommen. Du kennst es da, wo ich dir gesagt habe, komm eins gegen eins, wo du gesagt hast, ich stech dich links an. Dann wärst du wie ein Mann gekommen. Okay. Jetzt bist du gezwungen. Hey, mach nicht hart. Du brauchst keine Angst haben. Oder du brauchst keine Angst haben. Nein, du brauchst keine Angst haben. Ihr seid ja alle, auch wenn ihr mich fickt, okay? Auch wenn ihr alle drauf kommt, dass ich bin wie ein Mann gekommen. Und ich, wenn du zu mir gekommen wärst. Mach mal die Tür zu, Alter. Jungs! Darf ich dir was sagen? Du brauchst keine Angst zu haben. Guck mal, wenn ich gewusst hätte, dass deine Mutter da wohnt, ich habe einen Sohn, ich bekomme bald ein neues Kind. Inshallah. Und hätte ich gewusst, dass wirklich deine Mutter da wohnt, ne? Ich habe diese, wie heißt diese, Nugella? Sag aber nicht, das ist ehrenlos. Das ist ehrenlos, ja, das stimmt, das ist ehrenlos. Hätte ich aber wirklich gewusst, das tut mir 100-mal leid, dass ich dir. Hätte ich das wirklich gewusst, hätte ich das nicht gewusst. Warum beleidigst du die als Hure, wenn du doch Respekt vor dir hast? Warum bist du ein Hurensohn? Also, guck mal, sag mal ganz ehrlich, warum versuchst du seit Jahren. Ich weiß warum. Ich weiß, welche Hurensöhne dir eingeredet haben, LGS, Arng, Feigling, wir machen das schon. Ja. Wo sind die jetzt? Diese Leute, die dir Mut eingeredet haben, wo sind die jetzt hier? Wo sind die? Siehst du, dass ich. Die haben mich heute alle angerufen und die wollten heute kommen. Und ich wo sind die denn? Gerufen. Ruf die doch! Ruf die jetzt an, wenn die Männer sind, die kommen. Ich sag dir was. Ich scheiß auf diese Leute. Soll ich dir jetzt ganz ehrlich was sagen? Ich hab bis jetzt nichts gegen dich gehabt. Sei mal dankbar wegen deinem Bruder. Das ist dein Bruder. Wie lange hast du nicht mit denen geredet? Wie lange hast du nichts mit denen zu tun? Lange, ne? Siehst du? Und ich wünsche, guck mal, ich bin dir doch noch sogar korrekt, ich bin dir sogar noch zusammen und ich hoffe, dass du auf deinen Bruder in Zukunft hörst, wenn er dir was sagt. Ich mach dir jetzt nichts. Wunder, ich mach dir nichts. Hab keine Angst. Brauchst keine Angst haben. Ich mach dir nichts. Ich bin kein Huren. Weißt du, warum ich so Kicks gegen dich hatte? Soll ich dir mal ehrlich sagen? Ja, ehrlich, weil. Warum hast du, als ich im Ohr auf meine Frauen geschrieben? Wer ist deine Frau? Was habe ich dir? Wer ist deine Frau? Eine Sekunde. Was habe ich dir? Zeig mir, wie ich deine Frau angeschrieben habe. Zeig mir, ich will das sehen. Du hast gesagt, ich will seine Karriere. Ich weiß doch gar nicht, wer du bist, wer deine Frau ist. Hör mal zu. Ich weiß gar nicht, wer deine Frau ist. Hör auf zu lügen. Du hast bei Virus ein Videoblog, wo ihr diese Schuhe gemacht habt. Nimm dir das auf? Ja, zeig. Wenn ich lüge, bin ich ein Hurensohn. Ich kann dir das zeigen. Du hast auch gesagt, wenn du ein Video nicht gegen mich brauchst, bist du ein Hurensohn. Dann hast du deine Wörter. Nein, Bruder. Das sind alles falsch. Warum? Warum hast du deine Freundschaft unter Kontrolle? Ich hab das selber gesehen. Okay? Bruder, gegen den hast du auch Hör zu, guck mal, ich sag dir das jetzt noch einmal. Guck mal. Das ist alles Lüge, diese Frau Mau. Das stimmt nicht. Dass du, ich weiß warum, Virus und diese ganze Hurensohn-Truppe hat dir gesagt, LG, wir ficken den, LG, wir machen den. Hängen die noch mit Virus rum oder ist der untergetaucht, verschollen und keiner hat was mit denen zu tun? Virus ist nicht mehr da. Siehst du, warum? Wo ist der? Warum?
weil die nichts mehr mit denen anfangen können. Du bist auch nur so lange da, bis die was mit dir anfangen kommen. Wäre ich heute, wärst du nicht gekommen, wäre um 2 Uhr, wärst du auch für dich vorbei. Du würdest mit denen nichts anfangen können. Verstehst du, Bruder, dann nimmst du Videos, willst du Videos gegen mich machen? Guck mal, wie ich dich gelockt habe. Hast du das gesehen, wie ich dich klar gemacht habe? Das war auch sehr klug. Ja, sehr klug. Ich habe mich gelöst. Aber weißt du, was ich im Recht bin? Gott hilft mir, weil ich im Recht bin. Du bist im Unrecht. Bruder, du bist nicht im Recht. Ich bin im Recht. Du bist nicht im Recht. Was habe ich dir getan, dass du mir... Was habe ich dir getan, dass du überhaupt Kicks gegen mich hast? Sag das mal. Du hast meinen Vater beleidigt. Guck mal, wir nehmen hier auch gerade... Du hast meinen Vater beleidigt, der gestorben ist. Also, dass er Bastard war, sag ich, der Bastard ist. Wenn ich wusste, warum er letzte gerappt, dass Bastard ist und nicht Bastard war. Ich schwöre auf Koran, ich wusste das nicht. Wer hat angefangen jetzt? Meinst du, ich habe angefangen ernsthaft jetzt? Bruder, Firus hat mir zu der Zeit, als er diese Beef-Geschichte hat, ich habe mich mal eingemischt. Bis dieser Junge zu mir kam, der hat deine Mutter beleidigt. So, ich deine. Weißt du noch, als ich dich in der Altstadt gesehen habe, da waren wir doch mit Kollegen. Das doch, das, ich da habe ich dich sogar gegrüßt. Ich weiß es nicht. Du erinnerst dich wahrscheinlich daran. Ich erinnere mich daran. So, da habe die Wahrheit ist einfach. Da wollte ich an dem Tag mit dir sprechen. Aber da hast du mir an dem Tag, ich habe dir Gottes Gruß gegeben. Ich habe dir Salamu Alaikum gesagt. Du hast mir eine Sache. War das korrekt? Eine Sache, warte mal. Ich weiß, warum du das gepresst hast. Guck mal, du hast oft genug die Möglichkeit, das mit den alleine zu klären. Warum hast du das in die Öffentlichkeit gemacht? Wo ich dich angerufen habe. Ich weiß, warum du in die Öffentlichkeit ziehst. Normal. Ich weiß, warum du das in die Öffentlichkeit ziehst. Ja. Ich weiß, dass du das in die Öffentlichkeit ziehst. Du willst berühmt werden. So, sagen wir mal, ich habe angefangen, was eh nicht stimmt. Sagen wir mal. Was hat seine Mutter dir getan, dass du den Hurensohn nennst? Bruder, boah, zu wem sagst du Hurensohn? Was hat seine Mutter damit zu tun? Kannst du mir das erklären? Was hat seine Mutter zu tun, dass du da anrufst, Bruder, und sagst, hör mal zu? Bruder, wie oft seid ihr alle auf mich zugekommen? Wie oft habt ihr... Wo hast du angefangen? Bruder, wo hab ich bei dir angefangen? Du hast Video gepostet, wie die mit Huren mit Huren auf den drauf gehen, Alter. Danach hab ich geschrieben, hast du noch gepostet? Wie, wo? Auf deiner Seite gepostet, Alter. Du musst alles gut, Ich sag dir was, wenn du glaubst, was sie dir erzählen, warum bin ich hier in Düsseldorf am Rumlaufen? Warum? Wenn ich doch so einer bin. Hast du recht, das war auch mein Fehler. Glaub nicht, was sie dir erzählen. Ich sag dir das. Und du hast einen sehr großen Fehler gemacht. Die hat mir gesagt, ich weiß, dass sie dich gepusht haben. So haben die Vierer, sag mal, der ist ein Feigling, der ist ein das. Wo? Aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Was? Firus hat doch gegen dich ein Lied gemacht. Guck mal, scheiße. Ja. Der hat mich angebettelt, dass ich... Guck mal, warum hast du das nicht 1:1 ganz normal mit denen geklärt, wie ein Mann? Du redest so. Aber der Schläge bekommen. Dieser Junge, Firus hat zu mir gesagt, schreib bitte diese Disse, schreib bitte gegen den. Ich schwöre auf Koran, habe ich nicht geschrieben. Denkst du, hat er selber geschrieben? Jetzt halt da, warte mal, und du kannst Luke fragen. Ich habe den gesagt, Bruder, ich habe diesen Jungen gesagt, ich kenne diesen Jungen nicht. Danach hat er zu mir gesagt, er hat dich beleidigt, er hat dies, er hat das gemacht. Ich habe trotzdem gesagt, ich mache es nicht. Ich dich nicht beleidigt, du weißt selber, dass ich nicht mache. Du sagst selber, bitte, diss mich zurück. Denkst du, ich bin doof? Denkst du, ich weiß nicht, was du willst? Abdel, warte mal, Bruder, ich muss auch was sagen, Alter. Bist du auch beleidigt, Alter? Was war das für eine Aktion? Sag mal, was war das für eine Aktion? Warum hast du nicht gesagt, dass der mit mir nicht zusammen kommt? Warum? Bist du Warum hast du seine Mutter erzählt, dass ich deine Schwester ins Koma komme? Wer hat dir diese... Warum hast du deine Schwester angerufen? Wegen dir, ne? Wenn ich aus der Haustür rausgehe, die sagt, ey, so wegen dir oder was? Keiner haut den. Ich will nur...
Guck mal, und sag jetzt hier, ich will, dass du das jetzt hier sagst. Yeah. Du bist ein ehrenloser Mann. Nein, wir sind nicht so welche, Bruder. Wir sind nicht so. Der muss sich entschuldigen. Daki, Bruder. Ey, für dir mal und so übertreibt doch nicht. Sag doch meine Mutter nicht, oder was? Dann ist die Sache gut. Dann ist die Sache gut. Daki, guck mal. Daki, guck mal, der entschuldigt sich. Der saß. Das tut mir wirklich leid, dass ich das hier mache. Der entschuldigt sich bei jedem Einzelnen. Guck mal, ich wollte nur mit denen reden. Ich wollte das einfach nur klären, aber der hat immer als Schrank stehen, überall finden oder mich auch. Komm, weißt du, wenn du wirklich was klären wollen würdest, würdest du, der postet, der ist in der Shisha-Bar, Mann, dann komm doch dahin. Dann komm dahin, aber guck mal, über solche Wege macht man das. Wir müssen nicht reden, wer recht oder unrecht. Du weißt selber, du hast deinen Schwester schon Scheiße gebaut. Das tut mir auch von euch an leid, was ich auch hier gemacht habe. Ich gebe dir deine Seite wieder. Rap weiter. Wallah, Bruder, lass ihn seine Sache machen. Wegen diesem Virus gerade mit Tischstress und ich schwöre dir, wenn ich den selber gesehen hätte, hätte ich den selber dieses Wort Hurensohn selber gesagt. Weil dieser Junge, ich hab gegen den Scheiße geschrieben. Das ist ein Bruder, ein guter Junge. Ein kleiner Bruder ist ein Goldjunge. Das ist ein richtiger Mann. Wegen dem, du kannst ihn nachher allein das Gold machen. Wir haben die das gleiche auch gemacht. Ja, Bruder, lass den Ruhe. Warte, ganz kurz. Ey, du sagst, lass den Ruhe. Nein, ich sag, wenn ich bei dieser Sache mit dem Messer... Da vor meinem Tür, geh mal runter, geht's Standard. Ja, Bruder, das war das... Ja, das ist Standard. Ich schenke mir vom Tisch, ne, ich schwöre. Ich bin nicht so, dass diese ganzen Kinder... Hey, wenn... Ich geb dir deine Seite wieder. Rap weiter. Rap in eine andere Richtung. Halt dich von den Leuten fern. Von mir sowieso, Bruder. Und dann mehr kann ich dir nicht sagen. Und dem auch. Und du hast alle unsere Mütter hier beleidigt. Und guck, wir sind wie viele wir sind. Was wir machen könnten, wenn wir wollen. Aber wegen deinem Bruder, 18-jähriger Bruder, ist vernünftiger Junge. Ich lass das jetzt so stehen. Nur wegen deinem Bruder. Weil das ein Mann ist. 18 Jahre. Leb dein Leben, mach. Und versuch dich nicht an anderen hochzuziehen. Das ist nicht gut. Dann wirst du immer verlieren. Okay. Ich fülle mir nur ein Stück mit. Was hast du nur ganz kurz mit dem sprechen? Gib mal, lass mich mal ganz kurz mit dir sprechen. Ja.
Sag dir, die sollen das Auto nach vorne holen. Ja, ich geb denen die gleich wieder. Willst du noch was sagen? Ja, der kriegt meine Seite wieder und hier Rapper, Tatverdacht und soll er machen, viel Erfolg. Ja, aber das ist das, kann ich da noch was sagen, oder? Natürlich, natürlich. Kennst du den? Ja, natürlich, wer kennt den nicht? Bruder, wie geht's dir? Alles gut? Gut, dass du gekommen bist, dass ihr das noch friedlich gelöst habt. Danke, Bruder. Was willst du sagen, Bruder? Also, das tut mir auf jeden Fall das tut mir auf jeden Fall leid, was ich bei Abdel abgezogen habe. Das war nicht korrekt von mir. Die Leute, die mich da leider so richtig gepusht haben, so mir diese Links geben, das war leider falsch und ich entschuldige mich nochmal von dir. Das tut mir wirklich leid. Entschuldige aber Kapital, wegen Shisha Show. Bei mir brauchst du dich zu entschuldigen. Alles okay. Alles ist okay. Hier links? Bruder, komm jetzt raus aus dem Scheiß. Geh zum Wagen, links vom Auto. Links. Bruder, keiner hat den gezogen. Warte nicht alle durch die Tür. Wir passen nicht alle durch die Tür, Leute. Ich bin schon breit genug, bitte. Lass mich ganz klar nach vorne gehen mit dem. Boah, ab heute, du bist ein Mann für die Stadt. Ab heute. Aber kein Feature, Bruder. Lass den nochmal. Keiner. Noch überall natürlich Leute, die sauer sind. Keiner. Wo ist der Auto? Komm, wo ist denn dein Auto, Alter? So mal. Hey. Die Jungs sind echt korrekt, die bringen den noch zum Auto, weil sonst könnte es echt noch ein bisschen eskalieren. So, ich bin ja mit dem Musa und mit den anderen mitgegangen bis zum Auto. Die wurden ja auch. Du warst ja auch. Ja, klar. Du warst auf einmal weg, aber. Ja, mein Cousin ist ausgegangen. Die Leute weg. Mein Cousin zurückgehalten. Ja. Die Leute wollten alle schon teilweise an Kragen und so, aber du hast alles ruhig gehalten, der Kollege auch. Ich hätte niemals gedacht, wenn von letztes Jahr selber ehrlich bist. Von dir schon, weil ich weiß, du kannst auch vernünftig sein, auch wenn du jetzt hier ein bisschen Film machst. Aber ich dachte, du bist richtig sauer, weil er hat ja wirklich an die Grenze, was Worte angeht und dann noch mit... Elmos ist ich bin echt sehr impulsiv, was das angeht. Also ich bin... Aber bevor wir weiterreden, ganz kurz, Free Sinan G. Free Sinan! Auf sein Album, ihr wisst Bescheid. Auf sein Album, ey, Leute, alles an. Wie Dinge zu sehen. Wasted bringt auch mein Album raus. Alle kaufen. Wasted. Ich bin der Erste, der ein Album kauft, Bruder. Auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich habe im Vorfeld waren schon eine Menge Leute hier, die auch alle gesagt haben, wenn er sich entschuldigt, ist cool. Das hat mich gefreut. Ich habe dir gesagt, ich kann nicht dabei sein, wenn ihr euch schlagt, dann gehe ich raus. Ich habe auch versprochen, dass das passiert. Ja, das war korrekt. Und ich habe auch gesagt, ich kann nicht mit Kamera draufhalten. Wenn ihr euch richtig übel, dann gehe ich raus. Dann gibt es keine Folge auch von mir aus. Ja. Das wäre zu hart für mich. Aber echt krass, wie das hier abgelaufen ist. Er ist ganz alleine gekommen mit seinem kleinen Bruder so. Sein Bruder hat das geregelt. Aber ich will jetzt auch nicht so viel stehen, schlecht reden und so. Man, das ist eigentlich. Was soll ich dir sagen, Bruder, Alter? Außerdem war mein großer Bruder hier. Der meint, wenn du den anpackst, hau ich kaputt. Ja. Mein großer Bruder hat mich gedroht. Und nein, aber was soll man machen, Bruder? Ich hab denen das erklärt. Verstehst du, was ich hab denen erklärt, warum? Weißt du, das selber gesehen, der sagt, die Leute haben mich gekuscht. Ich weiß ja, von welcher Ecke. Welche Leute sind es denn? Warum? BTM-Schrott. Irgendwelche Bruder, alten Feinde von dir. Diese BTM-Schrott, Mann. Die sind doch mit dem. Die haben den doch darauf gebracht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und, aber wie gesagt, da ist ja noch... Aber mit gut. Haben bist du gut, oder nicht? Naja, mit gar keinem. Ah, okay, ich dachte wenigstens dann mit ich Haben mit dir auf der Seite. Mit das ist nur mit seinen Jungs gut. Ich habe mit Haben kein Problem, klar. Naja, gut, aber ihr habt aber keinen Krieg wir gehen uns aus dem Weg so.
Aber okay, sagen wir noch eine andere Sache. Bitte. Die Leute sind natürlich enttäuscht, weil die immer von dir heiße Sachen gewöhnt sind und ich so. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ja, ich zugeben. Du hättest das gerne. Und ja, aber ihr habt euch viel Mühe. Ich hab mir richtig Mühe gegeben, Bruder. Und Hektik. 30 Kilometer bin ich wegen dir gefahren. Ich zeig dir das gleich, den anderen. Nicht nur er, eine Menge Leute waren hier. Was willst du machen? Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich hab's dir ja gesagt, ich hab's auch gepostet. Auf der einen Seite, man ist auch so ein bisschen schadenfroh. Es ist geil. Hast du mal gesehen, was du los? Es macht Bock. Es ist ja so, wie wenn jetzt beispielsweise zwei Rapper Diss-Tracks machen und der eine hat den übelsten Diss-Track und dann bringt er es nicht raus, kurz vorher. Es ist enttäuschend, halbwegs, aber da ich finde trotzdem... Kannst du mit keinem Diss-Track auf der Welt... Nein, aber ich meine so mäßig mehr. Gar nicht, reden wir realistisch, Da Vinci Code gibt es gar nicht. Ich sag aber ganz ehrlich so, trotzdem rappen, ich bin jetzt nicht einer, der jetzt immer Da Vinci Code hat, wenn einer abfuckt, aber wenn Grenzen überschritten werden, es gibt Leute, die verstehen das nicht. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt einen Diss-Track gegen ihn gemacht hätte, hätte er wieder einen zurückgebracht. Das wäre ja, das, verstehe, was er wollte. Ja, ja, ja. Ich hätte ihn dann gepusht, dann hätte ich das gemacht. Was, weißt du noch, was Flair letztens noch gesagt hat? Ich habe voll vielen Leuten groß rausgebracht, weil ich immer drauf eingegangen bin. Ich gehe auf die Leute auf so auf die Art und Weise ein, wie die das verdient haben, Bruder. Weißt du, was ich meine? So ist das auch ganz okay. Ich weiß, die Fans sind enttäuscht, aber was soll ich machen? Soll ich raushauen? Nein, Dicker, nein, das ist vorbei. Das ist eigentlich Elgis, ne? Nein, das ist nicht Elgis. Das ist ja zu asozial, ne? Ich weiß, du magst diese Asozialfilme, alle mögen dich auch deswegen, aber ich finde, dass du generell die Grenze schon noch hältst, dass es noch lustig ist. Weißt du, so, weil... Ja, obwohl ich bei dem Virus-Video auch wirklich teilweise die Augen immer so machen muss. Hättest ich muss du bei dem so auch gemacht, so. Hättest du bei dem auch gemacht, glaub mir. Ich hab vorhin ja gesagt, zeig mir auf jeden Fall, aber jetzt bin ich mir gerade sicher, ich will es nicht sehen. Ja, weil ich habe ihn gerade gesehen, den Jungen. Ja. Und ich habe voll so auch mit dem Gefühl gehabt. Ich habe gesehen, ey, entschuldigt sich korrekt, alles cool. Obwohl der Raum war voll. Ja. Dann hab ich gesagt, ich will das Video gar nicht mehr sehen. Aber keiner hat den gehauen, der ist gut nach Hause gekommen. Und der soll weiter, ich gebe den sogar seine Seite wieder. Keine das ist korrekt, aber wieso... Was denn? Wieso machst du das? Also warum soll ich, Bruder, jemanden... Ich gönne ja jeden, weißt du, was ich meine? Soll doch jeder Millionär, der soll ein Multimillionär werden, weißt du, was ich meine? Ich bin nicht so nichts gönner. Hauptsache, mir geht's gut, Bruder, Alter. Ciao. Was macht der? Nimmt der mir mein Brot weg? Nichts, so, weißt du, was ich meine? Ich wollte aber auch nicht zu sehr demütigen. Hatte er aber recht, dass er meinte, du hast den Scheiß angefangen, weil er als er im Knast war, als er seine Freundin angefangen hat? Lüge, Mann, das ist alles... Guck mal, wenn einer ein Problem hat, ich sag das ganz, damit die Fans das checken. Ja. Wenn Leute miteinander ein Problem haben, derjenige, es ist immer so, ihr müsst mal darauf achten, derjenige, der anfängt, das nach außen zu treten, der ist der Typ, der was braucht und es nötig hat. Weil wenn man ein Problem hat, wirklich ein Problem mit jemandem hat, wenn mir eine Frau jemand anschreibt, als ob ich dann rappe gegen den, dann kläre ich das auf eine Art. Weißt du, die Leute, die das in die Öffentlichkeit ziehen, die wollen einfach sich hochziehen und fame. Jeder, der einen Beef in die Öffentlichkeit zieht, ist eigentlich der Loser. Ist ein Verlierer-Typ. Weißt du, was ich meine? Sitzt auch auf einem kürzeren Hebel. Manchmal gewinnt vielleicht auch der oder der, aber... Man darf das nicht in die Öffentlichkeit sehen. Wenn man ein Problem hat, soll man das alleine klären. Ich möchte bitte nochmal an dieser Stelle sagen, das habe ich nämlich auch im Da Vinci Code gesagt, aber der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Ich möchte nichts mit euch zu tun haben, ihr Gangster-Rapper. Ich will, dass Crow mein Freund ist, Casper, Curse, das sollen meine Freunde sein. Ich will mit euch chillen, Gummibärenbande gucken und lass mich in Ruhe mit diesem Gangster-Gehabe, Mann. Weil ich will jetzt nicht wieder groß reden, leg dich nicht mit mir an und so. Bitte, ich möchte diese Da Vinci Codes nicht mehr machen. Okay, Wallah, ich möchte das nicht mehr machen. Ich meine das ernst, Bruder. Weil, aber wenn ich dazu gezwungen werde, dann tut's mir leid, liebe Freunde. Ja, gut. Können wir das so festhalten? Ich bin glücklich, dass ich jetzt am Ende noch hier sitzen kann, mit dir lachen kann, ohne dass ich im Kopf habe, Ruth, du lachst jetzt und so, aber es ist ein mieses Teil rausgegangen, dass mich dann auch innerlich ein paar Prozent oder wenn schlecht du das sehen willst, jetzt weiß ich Bescheid, zeig. Nee, ich will das gar nicht sehen, Bruder. Ich will, alles gut. Ich fahre nach Hause, ich schneide das, die Leute sehen das und ich hoffe, dass die Leute... Dass nach einer Zeit das überwiegt, dass sie sagen, es ist gut so, Alter. Ja, ich bin auch enttäuscht, sowas schadenfroh Dings, Alter. Ich meine, krass, Alter, wie schadenfroh die Leute. Ja. Andererseits habe ich auch, verstehe ich auch manchmal. Ja, aber du hast ja auch ganz schön heiß gemacht, die Mutter, Leute. Also. Bei deiner Mutter vor der Tür schreiben, ja. Chef, dann ist... Aber am Ende des Tages beweist das ja auch Stärke. Scheiße. Ja, aber das ist normalerweise eine Grenze, die ist eigentlich, Wallah, die ist todestot. Nur mein Bruder ist jetzt auch gerade reinkommen und deswegen, ich meine jetzt vernünftig heute. Das ist mein Bruder, sind dann übrigens. Voilà. Aber das ist wirklich dein Bruder? Das ist dein Bruder? Ja, dachte ich nicht. Das ist mein älterer Bruder. Wer zeigt den jetzt nicht? Nein, aber der ist eh die ganze Zeit hier. Aber ich sag dir, so, ja. Aber ey, weißt du, das ist genau wie bei uns. Das hätte ich niemals gedacht jetzt. Weil du sagst zu allem und jedem, das ist mein Bruder. Manchmal sagst du auch zu dieser Anlage, oh, ich hab Geld gewonnen, das ist mein Bruder. Wenn der Geld rausspuckt, mein Bruder. Das ist genau das Gegenteil von dem. Genau, mein Bruder ist genau wie bei euch. Das ist wie bei uns beiden. Ja, warte mal, du wobei ich auch in den Knast gehe nächstes Mal. Der kleine Bruder ist Rapper.
Die kleinen Brüder sind Rapper, die großen Brüder Studenten. Ja, krass. Weil ich das bei euch beiden erst vor 2 Wochen erfahren habe. Ich hab das bei euch beiden vor 2 Sekunden nicht geglaubt. Ja. Ich geglaubt? Aber er sagt so, das ist mein Bruder. Ja, du hast aber einen halben Laden gesagt, das ist auch ein Bruder. Ein Bruder. Ja, aber du, ja. Das krass. Ist mein Bruder, ja. Mein krass. Älterer Bruder. Ja. Komplette Gegend davon. Einer, nein, Ola ist nicht von mir. Da weiß ich noch, wenn ich kurz der Kamera antrinken. Ja. Na, wir gehen jetzt auch mal trinken. Das war vorhin, oder? Ja, gut, ja. Bruder. Komm. Ja, dann lass das kurz sein. Ich danke dir, Dicker, dass echt, dass es noch friedlich gelaufen ist. Dass ja. du auch wirklich. Also, ich will mir das nicht anmachen, dass es wegen mir war. Aber danke, dass du den Respekt hast wegen mir. Diese Sache das ist wirklich so. Weil ich kann nicht mittendrin bei einer Schlägerei. Ich habe letztes Mal noch das Telefonat angehört von uns bei der anderen Sache, weißt du noch? Ja, ja. Hast du wirklich? Habe ich mir letztes Mal noch mal reingesetzt. Weil Leute sagen immer, Ruse ist immer da, wo Ärger ist. Aber ich versuche auch immer zu vermitteln. Nein, du hast mir das in den Kopf gesetzt, Rolla. Danke. Ich habe auch gesehen, dass du dich voll geekelt hast. Ich habe das noch ekelhaft. Ja, warum? Das lass es auch, weißt du? Aber du darfst nicht verwechseln. Aber nimm das nochmal am Ende. Vergiss nicht, mach nie Haare auf mich. Du hast angefangen, Bruder. Erklär das. Najis, mein Bruder, mach kein Haribo aus mich. Schau dein Bruder raus, wenn du willst. Mach mal den Da Vinci Code, hol ihn mal raus. Oder ich mach gegen die Beamten. Ja. Ich schwör schon den raus. Aber wir brauchen einen anderen, den wir dann reinschicken. Ja, wir tauschen. Nein, ey, check nein, los, check das. Ich finde das super, was du machst, Bruder. Und du bist auch, sag, nein, sag mal ruhig jetzt nochmal was zu deinem Album. Du bist wirklich am Aufnehmen, ne? Ja, wenn ich mein Intro zeige, ist übertrieben. Ich hab, mein Intro hat 152 Bars, das kann ich jetzt schon mal verraten. Nur mein Intro. Und, aber ich will nicht zu viel verraten, erst wenn es fertig ist. Okay. Dann ruf ich doch sowieso wieder an. Du weißt, Bruder, ich bin am Start. Jo, Leute, was ist los? Die einzigen in der Hip-Hop-Szene mit den Augen sind dann. Yeah. Yes, Freunde, da sind wir wieder. Ich bin tot, mittlerweile eingeschlafen. Richtig tot, Dickerchen. Während ihr noch Ferien habt und chillt, sitze ich hier und mach für euch, ja. Dafür will ich nur eine Sache, ja. Dafür will ich nur eure Meinung in den Kommentaren, eure ernsthafte Meinung, ja. Ich verstehe die Enttäuschung. Abdel hat es am Ende auch gesagt. Klar, irgendwo, ne. Aber man kann da wohl nicht, wenn man jetzt mal die alle über 13 sind, ja, man kann ja wohl nicht ernsthaft der Meinung sein, dass wenn es eine Möglichkeit gibt, die Sache anders zu regeln, dass man doch noch auf sowas aus ist, ja. Also bitte, auch wenn, wie gesagt, ich bin auch nicht frei davon, ich bin hier nicht Messias, ja. Ich sag auch ganz ehrlich, ich bin da hingefahren, ohne zu wissen, ob das Video kommt oder nicht. Und wenn das Video gekommen wäre oder nicht, dieses Video hier, diese Was-Los-Folge, wäre eh gekommen. Ich hätte aber auch mit LG dann darüber gesprochen, weißt du so. Aber im Endeffekt, ich bin wie gesagt froh, dass das Video nicht gekommen ist, weil ich denke, mit Tatverdacht, ein sehr junger Typ, ich kannte ihn wirklich vorher gar nicht, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, wirklich, muss ich hier zugeben. Sehr junger Typ. Vielleicht hätte er so ein Video ihn lange Zeit seines Lebens negativ verfolgt und auch halt auch, das ist auch der Punkt, die Familie. Also, und ich will hier, Bruder, guck mal, Leute, Brudis, Followers, Abonnenten, ich bin zu müde. New York, baby. Brooklyn Bridge übrigens, ja. King of Queens. Und schreibt mir wirklich eure Meinung in die Kommentare. Und ich finde an dieser Stelle noch einmal gesagt, ey, ganz ehrlich, Abdel hat wie ein Mann reagiert. Ja. Ich finde, das ist das Männlichste, was man machen kann. Letzte Chance geben, eine Chance geben. Und dann auch verzeihen, wenn es echt schon an der Grenze ist. Einfach zu sagen, ey, weißt du was? Verzeih dir, was ist los? Ja? Wer kann das? Wer hat solche Kombos? Ja? Ich kenne nur 2. Und die sind aus meinem Camp. Freunde. Danke fürs Zuschauen. Wie ihr seht, ich habe immer noch dieselbe Jacke, mit der ich da hinge. Ich habe die ganze Zeit hier gechillt. Danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Channel hier, hiphop.de. Abonniert unseren Channel, hiphop.de. Like das Video. Ja, supportet es. Seid auf der Seite der Guten. So, ich mache daraus Guten. Nein, ganz ehrlich, ich will euch nicht voll labern. Ich verstehe jeden, der enttäuscht ist. Aber Enttäuschung drückt man ja wohl nicht aus, indem man jetzt Leute mit, ihr wisst schon, so ein, so. Auf meinem Facebook waren auch gestern ohne Ruse. Wegen dir, Wichser, haben wir den Film nicht gesehen. Mann, Alter, du bist dicker, Alter. Erstmal, als ob ich das entschieden hätte. Ich habe natürlich vielleicht Einfluss gehabt und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Aber so einen krassen, am Ende des Tages, die beiden Protagonisten haben es entschieden. Und ich bin froh, dass Abdel so einmal so erwachsen reagiert hat. Einfach. Digga, was willst du mehr? Ja, das Jahr hat doch gut begonnen. Am Ende des Tages kein Massaker. Hey, Abdel
hat dem sogar gesagt, du kriegst deine alte Facebook-Seite wieder, die der gehackt hatte und so. Du kriegst das wieder, hier, ich wünsche dir Glück, die haben ihn bis zum Auto begleitet, alles cool, die haben jeden weggehalten, Mann, da waren Leute, die wollten den draußen noch am Kragen, vielleicht weil die emotional geladen waren, ich weiß es gar nicht, ob der die auch noch beleidigt hatte, es waren viele Leute da, die meinten, beleidigt worden zu sein, so Side-Effect-mäßig und auch mit bei Facebook, keine Ahnung. Und ja, die haben alle auch verziehen, weil Abdel gesagt hat, wir verzeihen, weißt du? Also von daher, geiler Typ. Da kann man, die ist nicht hatebar, Alter, hatet nicht. Ja? Seid enttäuscht, schreib, ich bin enttäuscht. Aber schreib nicht, ich bin enttäuscht, du bist ein Hund. Weil du das, Mann, Dicker, sowieso können nur Leute über 15 oder vielleicht 60, ich weiß gar nicht, also ab 18 kommentieren, ich weiß. Die anderen Kids, so, Alter, ihr checkt es halt eh nicht. Swag, tschüss. Ach, die Comiczeichner haben es so leicht mit mir. Ich sehe doch auch schon aus wie ein Comic, Alter. Obwohl die Haare, die haben extrem Swag im Moment, muss ich schon sagen. Tschüss, okay, Freunde. Abonniert den Channel, like das Video und kommentiert ernsthafte Meinungen, ja, kein Palaver. Kommentiert und ihr wisst ja, ich lese alles. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Eins, Liebe. Gangzeichen für all die nicht wissen. Verzeihen ist Hip-Hop. Der Rest ist Schlager. Damit haben wir nichts zu tun.